Wow, ganz schön peinlich. Wir waren echt keine Da Vincis. Sie hob jedes einzelne Bild von uns auf. Das ist aber oft bei Eltern so. War davon auf. Die Sache ist, gehst du hier hin, triggerst. Kannst du vielleicht was... Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier in reinsten Null. Aber gehst du wieder rum aus diesem Raum raus, hört das direkt wieder auf. Sie hat gespart, wo sie nur konnte. Alte Bücher. Die hatten wir von Tessa, oder? Ja, sie dachte, wir wären begabt. Was ist mit dir? Denkst du, du bist begabt? Dann wäre ich wohl kaum hier. Was? Hier? Mit mir in diesem Haus? Ich meine nicht mal in der Nähe. Ich wäre in Juno oder Seattle oder sowas. Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie noch so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer zu spielen. Nächstes Mal versuchen wir vernünftig zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Mir tut es auch leid, wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Ollie bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Was liest du da? Ein Brief von uns. Als Entschuldigung für die kaputte Vase. Weißt du noch? Langeweile als Bedingung. Eine tolle Strategie. Die ist not amused. Kann man das jetzt irgendwie sehen? Lass uns irgendwie was... Ah, sag ich doch. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom. Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein nie... Schneidest du mir die Haare? Die sind kurz, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Mary Ann zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Sie lernt das zu drücken. Sollte ich mal rein. Ich hoffe, wir erfahren noch. Kann man hier ansehen. Marians Zimmer. Gehen wir erst rein, wenn es unbedingt notwendig ist. Aber hallo. Also nicht. Gut, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Soweit ich weiß, müsste sie jetzt nach oben gehen. Wir hatten wohl keine schöne Kindheit, so wie es aussieht. Gar nicht. Ich habe aber keine Ahnung. Wo kommst du denn her? Mehr gibt's nichts dazu, okay. Will ich jetzt egal. Wenn du nicht bald hochkommst, nehme ich mir alles, was ich möchte, aus unserem Zimmer. Niemals! Warte auf mich! Zu spät. Na, das fühlt sich doch wie zu Hause an. Wieso war ich mit diesem Poster einverstanden?
Es war mein Lieblingsfilm. Damals. Damals! So viel zu meinem Traum, Eishockeystar zu werden. Marianne fand Sport zu aggressiv, zu wetteifernd und zu gruppendenkerisch. Also eine Sache muss man Marianne wirklich lassen. Wir konnten unsere kreative Seite ausleben. Wenn du Eddies Gesicht gesehen hättest, als ich sein Auto lackieren wollte. Ja, Onkel Eddie hingegen hat deine künstlerische Ader wohl nicht geschätzt. Nenn ihn lieber Chief Brown, wenn du schon so ein Arsch sein willst. Ja, wie sollen wir den denn jetzt nennen? Mensch. Sieh mal, was ich hier hab. Was? Nur unsere großartigste Schöpfung. Das Buch der Kobolde. Jetzt im Ernst? Warst die ganze Zeit in dieser Truhe? All diese Geschichten. Ich hatte noch viel mehr auf Lager. Marianne hat viele geschrieben. Ja. Nur oh Gott, wenn wir das jetzt alles vorlesen, ne? Friedlich. Die Froschdame erhält die Gabe des Sprechens. Es war einmal in einem uralten und tiefen Wald. Eine große Froschdame, die in einem kleinen Teich lebte. Sie war ein friedliches Geschöpf, das den Großteil seiner Zeit damit verbrachte, zu fressen, zu schwimmen und zu schlafen. Von am Morgen bis zur Abendröte tat sie alles, was kleinere Frösche auch tun, nur eben größer. Sie aß mehr, sie hüpfte weiter, sie war klüger und machte... Wie viele Seiten sind's? Okay. Sie machte eine Menge mehr Lärm. Alle Lebewesen im Wald konnten ihr lautes Quaken hören und sie alle waren glücklich. Darüber ist es nämlich leicht, sich im Wald zu verehren. Doch dank des lauten Quakens der großen Froschdame war es stets einfach, den Weg zurück zu ihrem Teich zu finden. Vielleicht wäre es anders gewesen, hätte die Froschdame auch nachts ihre Lieder gesungen. Aber sie war ein viel zu faules Tier. Und nach Anbruch der Dunkelheit nie sonderlich aktiv. Eines Tages betrat eine unbekannte Besucherin zum ersten Mal den Wald. Eine junge Frau in einem wunderschönen Kleid. Sie marschierte eilig durch den Wald, so als sei sie auf der Flucht. Blickte dabei kein einziges Mal über ihre Schulter. Die Bewohner erspähten die Prinzessin beim Vorbeigehen. Doch niemand traute sich, ihr zu helfen. Der wilde Jäger war ihr auf der Spur. »Das ist nicht unsere Angelegenheit«, sagten sie. »Wir sehen lieber weg.« Und der wilde Jäger war ein unnachgiebiger Mann, der nicht so sehr liebte, wie Beute, um des Ruhmes und des Geldes willen zu jagen. Nichts konnte sich seinem bohrenden Blick lange entziehen. So lief die Prinzessin auf sich allein gestellt und ohne Hilfe so lange weiter, bis sie sich in dem großen Wald heillos verirrte. Völlig erschöpft und ziellos eilte sie voran, mit dem beharrlichen Jäger dicht hinter ihr. Plötzlich hörte die Prinzessin ein lautes Quaken von links. Sie vernahm das Geräusch so deutlich, dass sie sogleich wissen wollte, wo es herkam. Kurz darauf stieß sie zur großen Froschdame im kleinen Teich. Die Prinzessin ein freundliches Lächeln schenkte. »Bitte hilf mir«, sagt die Prinzessin. »Ich brauche einen Ort, an dem ich mich verstecken und Rast machen kann.« »Quack«, antwortete die Froschdame. Und die Prinzessin legte die Stirn in Falten. »Bitte mach nicht solchen Lärm! Der wilde Jäger ist mir auf der Spur!« »Quack«, sagte die Froschdame abermals. So laut, dass die Prinzessin sich die Ohren zuhalten musste. Das Tier beginnt wild umherzuspringen. »Was tust du nur?« fragt die Prinzessin. »Sei still, oder er findet uns!« Aber die Froschdame quakte weiter und hüpfte aufgeregt um sich herum. Rechts und links, auf und ab. Quack, quack. Bis die Prinzessin schließlich verstand, was es mit all dieser Aufregung auf sich hatte. Vorsichtig kletterte sie auf den Rücken der großen Froschdame.
die sich sogleich mit einem gewaltigen Satz von dem Teich entfernte. Frau Stammes sprang so hoch und so weit, dass selbst der Jäger nicht mehr wusste, wohin die Prinzessin entschwunden war. Mit nur wenigen Sprüngen war die Prinzessin seinem bohrenden Blick entronnen. Paar Sprünge mehr und sie war wie vom Erdboden verschluckt. Die Prinzessin schloss ihre Augen und ließ sich von klugen Reittier tragen. Weniger als eine Stunde später hatte die große Froschdame das andere Ende des uralten Waldes erreicht, das in der Nähe des Ufers des tiefen Sees lag. Dort hielt sie lautlos vor einem großen, verlassenen Holzhaus. Danke, sagte die Prinzessin und küsste das Tier. Mein einziger Wunsch ist, dass du doch sprechen könntest, damit ich deine Absichten früher verstanden hätte. Und als sie diese Worte aussprach, geschah etwas Unglaubliches. Die große Froschdame konnte mit einem Male sprechen. Die ersten Worte versetzten die Prinzessin in Staunen. Der wilde Jäger ist mir immer auf den Fersen. Jetzt bist du sicher. Und ich hatte meine Rache. In diesem Haus hier kannst du bleiben. Es wurde vor langer Zeit verlassen. Und niemand wird hier nach dir suchen. Dann, ohne noch ein weiteres Wort zu verlieren, sprang die große Froschdame zurück zum Teich. Und das war die Geschichte. Die große Froschdame die Prinzessin rettete und die Gabe der Sprache erlangte. Die Frage ist, wie oft lese ich sowas noch vor? Mann, wo ist es? Suchst du etwas Bestimmtes? Mein Tagebuch. Davon hast du mir nie erzählt. Ja. So wie Marianne war, wollte ich es erst recht, so gut es geht, vor ihr geheim halten. Marianne. Ja, als sie es damals gefunden hat. Wie hat sie denn... Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Was denn? Mein Tagebuch ist weg. Du hast es gestohlen. Gib es her. Schatz, alles, was ich mache, ist nur zu deinem Besten. Du hast es gelesen, oder? Dazu hattest du kein Recht. Ich darf alles, was ich tun muss, um mein kleines Mädchen zu beschützen. Ich bin nicht dein Mädchen. Ich hasse dich. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Und egal, wie sehr du dagegen kämpfst, ich kämpfe, um dich zu beschützen. Jetzt verstehe ich es! Sie hat es nicht verstanden. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Sie hat es nicht verstanden. Sie hat es nicht gesagt. Meine Transition hätte sie auch mit Gewalt verhindert. Tyler, du hättest nicht wissen können, dass sie so weit gehen würde. Ich will das Tagebuch zurück. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich hätte auf die junge Tyler achten müssen. Dieses Tagebuch war mir wichtig, Allison. Meine Gedanken aufzuschreiben half mir zu sehen, wer ich bin. Gut, dann suchen wir es. Ich hätte auf die junge Tyler achten müssen. Oder den jungen Tyler. Ich bin nicht so heiß drauf. Ich hab das jetzt erst verstanden. Und ich brauche es zurück. Ach du grüne Neune! Oh, Gottes Willen, wie... Okay. Ein paar unserer Spielsachen verpassen mir Gänsehaut. Cool, Tyler, bitte melden. Wenn wir uns nicht beeilen, schmilzt das ganze Ding. Bitte melden.
Verstanden. Ich leg gleich los. Der wilde Jäger soll uns ja nicht erwischen. Over. Der wilde Jäger. Oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut. Ich wünschte, ich könnte ihn vergessen. Hey, die Postkarte, die wir uns aus Juno geschickt haben. Für immer allein. Was? Wir hatten kaum jemanden. Wir waren sogar unsere eigenen Brieffreunde. Hallo Essen, Allison und Ollie. Wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Ollie hat Angst. Das ist gelogen! Wir haben ein paar Bücher bekommen. Als Mama abends ins Restaurant gegangen ist, hat sie sie dort vergessen. Ist ja cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch. Die waren im Wasser. Dummkopf! Jedenfalls soll euch diese Postkarte erinnern, wie cool sie sind. Vor allem ich! A und O. Allison und Ollie Ronan. Wieso sind da eigentlich Sachen in Caps? Wenn ich weiter so brülle, kriege ich gleich den Kopf an die Wand. Aber bei Cap-Sachen muss ich. Das Buch ist sicher in Mary Ann's Zimmer. Ich sehe besser nach. Als der Eiskönig die Hexe einholte, schallte seine wütende Stimme durch den ganzen Wald. Für deine Tücke wirst du auf ewig an den See gefesselt sein. Was? Niemals. Sei still, ich lese. Du wirst ihn nie wieder verlassen können. Auch nicht bei Vollmond. So blieb die Mondhexe im See gefangen und versuchte nie wieder von dort zu fliehen. Und dann der Titel. Was meinst du? Nicht schlecht, was? Ist schon okay. Aber ich hätte das Ende geändert. Was? Niemals! Der Eiskönig, den hatte ich völlig vergessen. Weil es gefährlich war, seinen Namen zu nennen. Er war zu mächtig. Mary Ann's Zimmer war, glaube ich, unten, wenn ich mich nicht irre, ne? Warte. Was? Erkennst du das? Ach, ja, leider. Löse mein Rätsel, für das Recht in das Gemach der Prinzessin einzutreten. Ein kräftiger Stoß dürfte die Sache erledigen. Schon klar, wir könnten sie mit Gewalt öffnen. Aber es wäre doch witzig, es endlich zu lösen, oder? Wir haben unterschiedliche Definitionen von witzig. Gut, aber wenn wir sie eintreten, müssen wir sie danach reparieren. Versuchen wir es zuerst mit dem Rätsel. Hast du unser Buch? Ja. Gib mal her. Okay. Wonach suchst du denn? Das Bild an der Tür, es erinnert mich an eine Geschichte aus dem Buch. Eine von Mary Ann. Du erinnerst dich viel besser als ich. Tja, das Buch der Kobolde war meine Idee. Das durfte auch nie jemand vergessen. Hier ist sie. Die mit dem Prinzessinnenfest. Das sind drei Symbole, die möchte ich sehen. Lies mal, vielleicht stehen die Symbole für etwas in der Geschichte. Geistererinnerungen, Bilderbuchrätsel. Komischer Tag.